Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu BattleEye 2, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Blue Byte aus dem Jahre 1994 und wir befinden uns hier im mittlerweile fünften Teil der Karte Geht darum. Aber, und das ist die Hauptsache, es sieht gut aus. Die ganze Insellandschaft gehört mir. Ich habe von Titan die Frontlinie durchbrochen und bin am Vormarsch. Hier ist sein Hauptquartier, das nehme ich bald ein. Und auch im Süden gegen die Partisanen geht es langsam, aber sicher voran. Zum Beispiel habe ich mir jetzt gerade wieder ein Ranger von ihm mir gekrallt. Das finde ich hervorragend. Und werde ihm jetzt hier noch diesen Flakpanzer zerstören. Und zwar mit allen Kräften, die ich hier habe. Genau so. So. Auf jeden Fall erstmal das Radarschüsselchen hier weggeschossen, damit ich... Du fliegst hier rein. Du fliegst da rein. Der schafft es nicht. Damit ich den Weg frei habe zu der Medusa, weil die macht mir hier echt das Leben zur Hölle. Die möchte ich gerne zerschossen haben. So, genauso wie diese Infanterieeinheit. Keine Probleme. Keine Probleme. Also jetzt kriegt er hier wirklich ordentlich einen auf den Sack, wenn man das so sagen darf. Und das ist auch vollkommen gerechtfertigt so. Weil der hat mich wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr da unten geärgert. Zur Fabrik komme ich noch nicht durch. Das heißt, den lassen wir hier erstmal stehen. Wo bin ich denn hier? Ja, ne? Also ich nehme hier alles, was er mir anbietet. Die Fabrik würde mir wahrscheinlich zurückerobern. Moment. Ja. Mein Hubschrauber hat nämlich keine Munition mehr. Verdammt! Aber den Hafen, den kann ich jetzt mittlerweile sehr gut freikämpfen.
Da gibt es jetzt auch keinerlei Überraschungen mehr. Aber dass sich diese Radarschüssel so wehrt, das verstehe ich nicht. Ansonsten fallen die doch wie die Fliegen. So, na, dann gehen wir hier nochmal ran mit dem Patrix. Der schnallt das, ne? So, irgendwo ist hier noch eine Medusa. Die hat mich hier noch echt geärgert. Ich finde sie noch nicht. Moment. Was haben wir denn hier Schönes noch in dem Hafen? Ich kann hier ein Schlachtschiff bauen. Ganz einfach. Ich kann mir es leisten. Ich habe ein Schlachtschiff gebaut. Nein. Klar. So. Da ist die Medusa. Ich habe sie gefunden. Und da ist noch eine. Da sind richtig viele. Und da ist ein... Oh, schaut auf diese Stadt. Thunder FX. Wow. Ja, mal gucken, was die macht. Jetzt geht es hier nach oben. Ich habe jetzt hier genügend Städte, Flughäfen und Fabriken, die ich erobern kann bzw. muss. Also da habe ich jetzt absolut keine Probleme. Ja, das tut mir hier langsam weh, ganz ehrlich. Ja. Yeah. Ich habe seine, wie nennt das so schön, Panzerfabrik erobert. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt geht's ihm, jetzt geht's ihm sowas von an den Kragen.
Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja, das sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Moment. Der hier. Er wird auf alle Fälle repariert. Und ich habe meinen Spektrum-Tankflieger, habe ich auch gerettet. Der fliegt nach oben. Wow. Moment, passt mal auf. Zack. Ich habe jetzt seine Fabrik zurückerobert und damit auch zahlreiche von seinen neu gebauten Einheiten. Zum Beispiel zwei Flakpanzer. Das sage ich doch nicht. Nein, bin ich denn verrückt? Zwei Trolleinheiten. Na, alles kommt raus hier. Alles, was keine Miete zahlt. So, mit einem eroberten Tanklaster werde ich jetzt hier meinen Stinkpanzer auftanken. So, da kommt noch ein Panzer. Den tun wir hier hin. So. Hinein! Einen Flughafen habe ich, beziehungsweise den Flughafen hier habe ich jetzt erobert. Das heißt, meine ganzen Flugzeuge hier tanken jetzt da auf. So, ich schau mal hier. Der kann auf jeden Fall raus. Der fliegt nach unten. Der fliegt nach oben. Was auch immer er da machen will. Oh, guckt mal. Oh, Moment, der hat ja gar keine Munition mehr. So, zack. Sehr schön. So, sämtliche Streitkräfte, die ich jetzt hier noch habe, gehen jetzt in den Angriff.
Letzte Streitkräfte werden jetzt hier zerschlagen. Moment. Moment, was ist denn jetzt hier alles drin? Ah, das sieht doch gut aus. Ja. Sehr schön. Also, wir sitzen hier tatsächlich am Siegerhebelchen. Er wird mir noch Verluste beibringen, auf jeden Fall. Aber ich habe sein Hauptquartier entdeckt und auch der Partisan hat seine Panzerfabrik verloren und er wird sie nicht mehr einnehmen können. Also ich glaube es nicht, sagen wir es mal so. Da ist er, guck, da ist er. Den fliegen wir mal hier hin und zerstören ihn jetzt hier seine Flak. Beinahe zumindest. Das macht aber nichts, weil da greife ich gleich nochmal an. Zack, weg ist sie. So, ich brauche hier auf jeden Fall aber einen Munitionstransporter. Kann ich sowas bauen? Nein, kann ich nicht. Und dann muss ich dann die Einheiten nach und nach in die Fabrik lotsen und da auftanken und aufmunitionieren. Das kriege ich aber hin. Weil er kann mir nichts mehr hier entgegensetzen. Er verliert jetzt hier Stück für Stück. So, jetzt knabber ich ihm schon seinen Orion. Der kommt hier vor und der. Ja, den hätte ich ein bisschen weiter. Ja, gut, egal. Egal. So. Ist das nicht schön, einfach mal aus dem Vollen hier zu schöpfen? Alles wird repariert, alles wird aufgetankt. Und weiter geht's. Die Torpedobomber, die Höhenjäger, der Höhenbomber, noch ein Höhenjäger und noch einen Turbo. Der Turbo. Haha, hui. So, voran. Noch rein. Ui, mein Bauch knurrt. Ui, 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 ui. Da hat jemand Hunger. Ui, 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 ui. Der Samurai-Panzer wird jetzt erledigt. Ist natürlich wiederum keine Gefahr für meine schnellen Buggies. Zack. Da hat er dem nichts entgegenzusetzen. Ja, die tue ich mal hier hin. Komme dann, wo ist denn? Oh, der ist so weit unten.
Ha, die muss ich natürlich irgendwie jetzt erstmal auftanken. So. Aufmunitionieren. Aufdingsen. So, das reicht nicht. Da habe ich hier einen ganz schnellen Aufklärer. Der hüpft hier rein. Zack, zack. Und schon wieder mit plus 3 Material, was erobert. Da sehe ich noch den Feind. So, der Kreuzer geht gegen das Nashorn vor und das wird natürlich von See aus jetzt vernichtet. Dann kann ich hier nämlich eine Anlandung machen und die, oh Gott, die Fabrik einnehmen. Auch wenn ich mich verklickt habe. Ganz böse Sache. Ja, das sind jetzt seine letzten Streitkräfte da oben. Da wird er nicht mehr viel machen können. So, Moduswechsel. Zack, zack. Klar, er hat noch die Ironstar-Kanone und einen Imperator. Das sind kampfstarke Einheiten. Aber er wird nicht mehr viel damit anfangen können. So, der Computer-Partisan, der macht auch nicht mehr allzu viel. So, der tankt auf. Der tankt auf, beziehungsweise munitioniert auf, der ebenfalls. Der Samurai-Panzer ist nahezu erledigt. Ach, da unten habe ich nicht allzu viel Material. Ich gebe es ja zu, aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Hallo, komm vor. So. Letzte Maßnahmen. Die Iron Star Kanone, der Ionenstern, der muss natürlich fallen, ist klar. Der Imperator muss natürlich auch zerstört werden. Und das mache ich mit meinen Höhenjägern. Ganz entspannt. So. Hui!
Abala. Nein, dahin, bitte. Da hinten hat er eine Drohne stehen. So, jetzt habe ich hier noch, boah, also Problem möchte ich jetzt nicht nennen. Nein, 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 Problem ist es nicht, aber er hat hier noch einen Höhenjäger. Den kann ich natürlich nur aus der Höhe angreifen. So. Und das Nashorn mache ich jetzt hier auch noch platt. Da kenne ich jetzt keine Gnade. Ah, es reicht nicht. Einer bleibt stehen. Kann ich den noch irgendwie... Nee, ich kriege ihn nicht mehr. Hoppala, Moment, das war jetzt verklickt. Stark verklickt hier, ich muss hier hin. So, die Pulsare. Ja, mei, ne? Hier ist alles raus, hier ist mein Ranger drin und mit dem Ranger kann ich dann sein Hauptquartier einnehmen. Jetzt warten wir aber erstmal schnell und guck mal, ich habe noch, boah, ich habe genügend Zeit. Also hier rennt mir nichts weg. Hoppala. Jetzt macht er hier auch noch mal ein bisschen Druck. Opfert seinen Samurai. Na. Oh, mein Höhenjäger hat schon keine Munition mehr. Von Abend. Thank you.
bekomme hier noch sein Nashorn. Ist das cool. So, oh Gott, was hat er hier alles gebaut? So. Wow, also diese Drohne hat tatsächlich sehr viel Angriffspotenzial. Das muss man ihr lassen. Ich kann sie nicht vom Boden aus attackieren. Moment. So. Ach ja, okay. Das heißt, ich komme hier hinten nicht mehr oder noch nicht an die beiden Infanterieeinheiten ran. Und hier unten werde ich jetzt einen Ranger opfern, um die Mine zu deaktivieren. Und die anderen greifen ganz normal an. Das waren Beute-Ranger, also alles gut. Okay. Na gut. Der Drops ist gelutscht. Das ist jetzt nur noch ein bisschen Schönkampf, den ich jetzt hier mache. Aber den möchte ich gerne tatsächlich jetzt noch erledigen. Das habe ich mir verdient. Die letzte Partisaneneinheit ist eine Mine. Und sie überlebt diesen Kampf. So, hier oben haben wir noch eine Drohne. Moment, das machen wir anders. Die hat echt Bums. Muss man lassen. Also die hat Bums. Bums die Bums. So, rein hier. Oh, das habe ich jetzt verdammt nochmal falsch gemacht. Verdammt. Dann so. Mit dem nochmal raus. Ich habe hier nämlich noch eine Infanterieeinheit, die ich jetzt hier tatsächlich noch ausschalten muss. So, jetzt hat. Das war die letzte Einheit von Titan.
Oder? Kein rotes Böbbel mehr und nur noch ein olivgrünes. Damit habe ich dieses Level geschafft. Hoppala. Und ich habe noch ein Flugzeug verloren aufgrund von Treibstoffmangel. Verdammt. Hätte nicht passieren sollen, aber mein Gott. Darum sage ich jetzt auf zu neuen Ufern, auf zum Hauptquartier von Titan. Gratulation, Stratege, Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. Meister, so schaut's aus. Punkte her, 64 Luftwaffe, Marine 24. Und ich nehme meinen Zettel und schreibe den nächsten Code auf. Uluage. Ulua, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das bedeutet. So. Das wäre Karte Nummer 15. Wir schauen uns nochmal schnell das Briefing an. Hoppala, was ist jetzt? An alle Gruppenführer, nach Ausbleiben der strategischen Anweisungen des Zentralgehirns liegt die volle Befehlsgewalt in den Händen des großen Strategen, Val Harris. Das bin ich. Ja, und jetzt? Durch die Ausschaltung des vom Feind unterwanderten Ruhm hat sich die gesamtmilitärische Lage entscheidend verbessert. Titanet hat sich auf den kaum besiedelten Kontinent im Osten zurückgezogen. Gleichwohl unsere Einheiten wetterfest konstruiert wurden, sind die Offiziere angehalten, auf herbe Temperaturschwankungen zu achten. Aufgrund des Vorkommens zahlreicher Spuren alter und vergangener Kulturen sei auf Vorsicht in Bezug auf mögliche Anwendung alten Wissens hingewiesen. Dass der Feind, keine Ahnung. Konflikte mit gepanzerten Einheiten sind spätestens in der Gelwit-Hochebene zu erwarten. Die Befehlshaber werden angewiesen, Ausschau zu halten nach einer urzeitlichen Tempelanlage, die den Sage nach große Energievorkommen birgt und welche auch der Feind allem Anschein nach bemerkt hat. Möglicherweise findet sich dort der entscheidende Hinweis auf den Aufenthaltsort Titannetz. Es ist ein Computer, dachte ich. Aber gut. Kapitel 5. Eine neue Zeit. Satellitenverbindung. Starke Feindverbände versuchen gegenwärtig unseren Vormarsch auf der Gelwet-Hochebene zu stoppen. Wir erwarten eine große Panzerschlacht. Vorsicht ist in Verbindung mit einer kleineren Armee kaiischer Bundesgenossen anzuraten, da sie unseren Einheiten in den Rücken fallen können. Tun Sie, was Sie können, um das feindliche Hauptquartier zu erreichen. Okay, das Hauptquartier ist im Norden und ich brauche eine Flankensicherung. Gen Westen. Okay. Sehr schön. Schauen wir uns mal schnell an, was wir so haben. Oje, oje, oje. Jawohl. Viele Einheiten. Beim Feind. Ich habe auf alle Fälle Raketenwerfer. Ich habe Artillerie. Ich habe einen Sinus, den muss ich sofort in Sicherheit bringen. Ich habe einen Hubschrauber. Eine Fabrik. Eine kleine Stadt, die muss ich halten, unbedingt. Oh, hier habe ich ja noch eine Fabrik. Da bekomme ich Material her. Hier bekomme ich Energie her. Ah ja. Das müssten wir doch hinbekommen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Runde an. Wenn wir Uluage
gemeinsam angehen werden. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und hurra, Spaß am Zocken. Bis dahin, ciao.